Hallo und herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty. So, jetzt werden wir in die Sternenkarte gehen. Oh, Deadman's Port. Wir müssen noch immer Zugriff auf den Adjutanten erhalten, den wir auf Tasonis gefunden haben. Okay. Unser alter Söldnerkollege Orlan ist ein Experte im Entschlüsseln von konföderierten Codes. Wenn unsere Informationen stimmen, sollte er sich noch immer in der Spelunke in Deadman's Port aufhalten. Er ist nicht sehr vertrauenswürdig, aber er ist unsere beste Chance, diese Kodierung zu entschlüsseln. Okay, dann ab die Post. Deadman's Port. Es ist riskant, bei all den Söldnern in der Gegend einfach hier zu warten. Colonel Orlan lässt sich auf jeden Fall Zeit, diesen Adjutanten für uns zu entschlüsseln. Ja, ich bekomme langsam ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Empfange Übertragung. James! Orlan hat deinen Adjutanten geknackt, aber er hat vor, ihn der Liga zu verkaufen. Da muss echt was Interessantes drin gewesen sein. Er will, dass ich mich beschäftige, bis sie ankommen. Das ist ja schön, Mia, aber warum erzählst du mir das alles? Weil ich dich und Matt besser leiden kann als ihn, natürlich. Wenn ihr mir das Gleiche bietet wie er, dann helfe ich euch, ihn auszuschalten. Er bezahlt in Mineralien, also mache ich euch dasselbe Angebot. Abgemacht. Es ist mir wie immer ein Vergnügen, ja. Lasst dir aber nicht zu lange Zeit, wenn Orlan als Erster mit den Waren rüberkommt. Dann wird leider nichts aus uns. Oh, und grüß Matthew von mir. Frag ihn mal, warum er mich nie anruft. Es wird nicht leicht, Mineralien hier runter zu schaffen. Wir werden Wiederverwertbares finden müssen, wenn wir Mira anheuern wollen, bevor Orlan es tut. Denken Sie, dass sie Orlan helfen wird, Sir? Sie ist Söldnerin. Sie arbeitet also für den Meistbietenden. Na super. Das hat mir gerade noch gefehlt. Naja, eine Mission, die schnell vorbei sein könnte, wenn ich mich anstrenge. Na, hopp dich. Liebe Tasse, um fortzufahren. Mit Mira Hahn. Dann lasst uns mal an die Arbeit gehen und diesen Adjutanten zurückholen. Was nicht passt, seit Jahren schon nehmen Piraten hier Schiffe auseinander. Es sollte nicht allzu schwer sein, genug Altmetall zu sammeln, um Mira auszubezahlen. Kommt noch was? Ja, dann werden wir hier den Schrott mal einsammeln. Schauen wir mal. Da ist ihm seine Base, da ist ihm seine Base, da ist ihm seine Base, okay. Los, los, los. EDF bereit. Befehle erhalten. Jawohl. Kriegt auf jeden Fall viel. Mehr Mineralien als ich. Na, ah, kann man mal schauen. BBM einsatzbereit. So, haben wir noch ein paar Mineralien. Schauen wir mal, ob wir hier noch Mineralien haben. Die haben wir noch. Ich kümmere mich drum. Aber noch ein bisschen was. Ich habe ein kleines Geschenk für Matt und dich da gelassen. Ich bin nicht dazu gekommen, es ihm zu geben, als ihr Jungs das letzte Mal hier wart. Verdammt, Jimmy. Sind das etwa Adler? Gut beobachtet, cool. Tarkas. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Basis mit Minen sichern. Das sollte Orlan aufhalten. Aber
Los! Befehle erhalten! Los geht's! Wie schmeckt euch das? Warum nicht? Geh futsch! Eine Minute, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. So, haben wir ein bisschen was an Minen gelegt. Selbe Ladungspanzer. Space Marines. Da buddel ich wieder ein. Sollte ich jetzt erstmal ein paar Bunker bauen. Übel. Was wisst ihr? Kannst kaum noch erwarten. Oh, das war's? Okay. Na komm, tschüss. Na doch. Born to be wild. Yeah, born to be wild. Jetzt geht's rund. Null Problemo. Na doch. Diese Schredder produzieren ständig Schrott, den wir wiederverwerten können. Wir sollten hier später noch einmal nachsehen. Straße ruft. Okay. Los geht's. Nur die Besten sterben, Jungs. So, das war's. Haben wir wenigstens da ein bisschen Übersicht. Was ist das Ziel? Abmarsch bereit. So. Kannst kaum da rein. Gehst wieder arbeiten. Ab die Post. Du gehst auch arbeiten. Aus der Bahn. Lauter. So, Belagerungsmodus. Dürfte ich erstmal sicher sein. Wenn nicht alles schief geht. Noch ein paar Versorgungsdepots bauen. Dann geht's wieder arbeiten. Hier, die Kobras waren noch gut. Bauen wir ein paar Kobras. Bisschen deffen. Blitzwaffenarsenal. Ich bin schon unterwegs. Schlechte Neuigkeit? Hört ihr mal? Aber sicher! So, und du baust mal eine Raffinerie. Kommt noch was? Nicht genug Vespingas. So, dann nochmal das. Zwei Stück weg. Von denen welche. Was machen die eigentlich an Damage? Schaden 20 gegen gepanzert 40. Reichweite 7. Waffengeschwindigkeit 2. Ziel hoch. Okay. So, ich muss den hier einnehmen, damit ich Mineralien da sammeln kann. Los! Da liegt... Guck mal einer an. Da liegt Protus Relikt. Protus Relikt. Komm, der ballert mal ein bisschen da drauf. Ihr geht jetzt mal nochmal hier um. Schauen wir mal. Haben wir da wieder Schrott? Befehle erhalten. Da haben wir doch wieder Schrott. Erschöpft. Sehr schön. Aber sicher. Warum nicht? Was wir hier kaputt machen können.
Boah, die machen ja wenig Damage. Hilfe. So, jetzt haben wir das hier. Fahrzeugwaffe. Wow, Schrott. Oh, das war schon. Ist jetzt auch mit da. So, und ihr geht jetzt mal hier ein bisschen Ärger machen. Was liegt an? Waffen? Maschinendock. Basis wird angegriffen. Ist ja nix. Geht ihr jetzt mal hier ein bisschen Stress machen. Bisschen Schrott. Das ist echt mies, die Kobra. Die sind richtig mies, die Kobras. Achso. Da oben habe ich gleich alles weg. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Angriff ist gleich auch einen höher. Mineralien. Mineralien. Guck mal da. Guck mal einer an. Guck mal einer an. Was ich da gefunden habe. Guck mal einer an. So, warte. Schlechte Neuigkeiten? Huch. Achso, da liegt eine Mine von mir. So, jetzt haben wir da noch ein paar Mineralien und... Wups! Der kam. Du baust hier meine Kommandozentrale hin. Ja. Basis wird angegriffen. Bunker. Aha. Bunker. Aus der Bahn. Jetzt geh ich hier unten ein bisschen Ärger machen. Alles klar. Holt mich hier aus. So, den Schrotthaufen hier weg. Und Bodesforschung. Dann haben wir das auch. Der ist dann gleich fertig. Was liegt an? Boah, Eigenerschreck! Einsatzbereit! Warten! Schlechte Neuigkeiten? So. Basis wird angegriffen. So, die gehen jetzt wieder sammeln. Ich hab noch ein bisschen
nämlich ordentlich raus. Nur zu! Was macht der jetzt für Schaden? 22. Kommt zurück. Ich krieg nicht den Gas. Zwei davon noch. Und weiter geht's. Guck mal, da ist noch Schrott. Boah, so langsam wird's knapp. Haben wir hier noch einen Typen, den man mal reinschicken kann? Kommt noch was? Was muss getötet werden? Ich hab wieder einen Bunker. So. Ich warte. Ja, ich komm ja schon. BBF einsatzbereit. Stress ich den da unten noch ein bisschen? Komm, geh kaputt. Alles klar. Ärgere ich den hier noch ein bisschen. Die kriegen die nicht down. Oh. Guck mal, da jetzt kommt der Belagerungspanzer. Geht auch nicht down. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Endlich mal Hauch einer Chance gegen mich. Überpro hier. Yeah, Oberskiller. Nee, so fangen wir hier gar nicht erst an. Aber schön. Schön, dass wir das so leicht schaffen. Hier sind nochmal 300. Dann haben wir das geschafft. Gewonnen. Aber ja. War ja nicht das Problem. Na gut. Wir wissen beide, dass du mich über den Tisch ziehst, aber ich werde dich trotzdem anheuern. Meine Truppen unterstehen deinem Befehl, Jim. Ich bin so froh, dass ich jetzt auf deiner Seite stehe und auf Matthews. Du hinterhältige Kleine! Ich werde dir zeigen, was mit doppelzüngigen Falschspielern passiert! Dann bin ich jetzt mal gespannt. Guck mal da! Ich habe hier so eine schöne Taste, damit ich die erstmal da mitnehme. Jetzt kommt mit. Ich weiß alles glatt. Ich bin sowas von dabei. Komm mal hier rum dahin. Ich muss hier hin. Definitiv. Nein, gar nicht. Ich muss dahin. Holt mich hier raus! Das wird sie. Ich mach sie alle kaputt! Jeder Schuss ein Treffer! Ich habe hier ein kleines Geschenk für dich. Dir was? Positiv. Keine einzige Einheit wirst du von mir kriegen. Basis wird angegriffen. Der meint auch, der kann mich hier besiegen. Wenn er das meint. Schmeckt nach Sieg.
mache ich den fertig. So laut ist mein Mann. Auf eine Chance. Mal da das Ding noch weg. Backt das doch wohl. Oh mein Gott, heißt Baseman. Was der für Damage macht. Das ist normal. Doch echt nicht normal, was der für Damage macht. Guck mal da. Alle mal da drauf und bleiben die Karten. Ja. Drauf. Also, okay, wir sehen uns dann im nächsten Part von StarCraft 2 Wings of Liberty. Ciao.